Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch diese leckeren Haselnussschnitten machen und dafür brauchen wir 220 Gramm Weizenmehl, 190 Gramm Alsan, 190 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanillezucker, eine Prise Salz, 400 Milliliter Sojasahne, 100 Gramm grob gehackte Haselnüsse, die Schale einer Zitrone und etwa 220 Gramm Blockschokolade. Wir geben den Zucker in eine Schale, dazu dann die Alsan und fangen an, diese dann zusammen schaumig zu rühren. Dann geben wir nach und nach das Mehl, den Vanillezucker und das Salz hinzu. Ich habe hier immer esslöffelweise hinzugegeben. Den Teig solltet ihr gleich noch ein bisschen mit den Händen nachkneten, da die Küchenmaschine damit nicht ganz so zurechtkommt. So sollte der Teig dann aussehen und den könnt ihr dann auch schon gleich auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben. Hier allerdings nicht das ganz normale Backblech benutzen, da das ein bisschen zu groß ist, sondern so ein kleineres, ungefähr die Größe, die ihr jetzt gesehen habt. Das Ganze muss dann schon mal bei 180 Grad ca. 10 Minuten lang gebacken werden. In der Zwischenzeit können wir die grob gehackten Haselnüsse in eine nicht gefettete Pfanne geben und diese ein bisschen anrösten. So sehen sie dann ungefähr angeröstet aus, also wirklich nur für eine kurze Zeit. Jetzt wiegen wir schon mal die Sojasahne ab. Davon müssen wir jetzt ungefähr 30 Milliliter zurückbehalten, indem wir gleich das Vanillepuddingpulver einrühren, wie ihr jetzt sehen könnt. Den Rest könnt ihr schon mal in einem Topf geben, da das Ganze gleich aufgekocht werden muss. Dann brauchen wir noch ein bisschen Alsan, nämlich 50 Gramm und nochmal 50 Gramm Zucker. Die genauen Angaben schreibe ich euch aber auch nochmal unten in die Infobox. Und die Schale einer Zitrone. Diese Masse geben wir dann zu der restlichen Sojasahne, die wir jetzt in einem Topf erhitzen und dann gleich aufkochen lassen. So sieht das dann fertig aus. Wie gesagt, wenn es einmal aufgekocht hat, dann das restliche Vanillepuddingpulver einrühren und jetzt die ganze Masse auf den gebackenen Teig geben. Gut verteilen. Wie ihr sehen könnt, konnte ich den Pudding leider nicht klümpchenfrei anrühren. Das macht aber nichts, weil da gleich noch restliche Zutaten drauf kommen. Vielleicht schafft es ihr ja, ohne Klümpchen das Ganze anzurühren. Jetzt da drauf kommen die grob gehackten Haselnüsse. Das Ganze sieht dann so aus und muss jetzt nochmal für weitere 10 Minuten lang gebacken werden. So sieht das Ganze dann nach dem Backen aus. Und jetzt kommt zum Abschluss nochmal die Schokolade da drauf. Die habe ich vorher im Wasserbad ein bisschen geschmolzen und da könnt ihr die jetzt recht großzügig drauf verteilen. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe jetzt so ungefähr 200 Gramm Kuvertüre genommen. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. So sieht es dann nochmal aus, bevor die Schokolade halt geschmolzen ist. Ist jetzt nicht ganz so eine dicke Schokoladenschicht drauf, aber sonst wird das natürlich auch richtig, richtig süß. So sieht das dann auch aus, wenn die Schokolade geschmolzen ist. Und so, wenn die Haselnussschnitten angeschnitten sind. Die sind einfach super lecker und ist echt mal ein ausgefallenes Rezept. Sind nicht diese klassischen Plätzchen, die ihr kennt, die ich sonst auch schon gerne gebacken habe, aber das ist echt nochmal so ein Hingucker, die kommen wirklich gut an. Und dieser mit der Sahne angerührte Pudding ist wirklich richtig, richtig lecker. Und wenn ihr jetzt nochmal Lust habt auf ein wirklich klassisches Plätzchenrezept, dann schaut doch nochmal hier in dem Video vorbei. Da habe ich nämlich ein Video zu dem Spritzgebäck gemacht, das werde ich euch jetzt nochmal einblenden.
Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.